Da unten können noch welche sein. Dreh dich beim Schwimmen. Ich hab Angst. Ah ja, da ist einer, da ist einer. Stimmt. Umpf. 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 Boah, wie er weggeschwommen ist von mir. Eine Seite habe ich. Und jetzt? Okay, passiert nichts. Ich brauche noch drei verschiedene Orte. Drei verschiedene Orte muss ich noch finden. Ich muss hier schnell irgendwo auftauchen. Ist das ein Herz? Okay, das ist nur ein Herz. Ich dachte, das ist ein Fisch dort. Das ist ja böse gewesen. Schwimm hoch, Link. Schwimm hoch, danke. Aber wie gesagt, ich finde die Mission gar nicht mehr so schlecht. Ist eine coole Idee. What? Hä? Direkt unter diesem Ding hier. Aua, aua, aua. Wie komme ich da dran? Was ist denn das jetzt? Hier ist das. Ich dachte, ich saug das irgendwie an, wenn ich da in der Nähe so ein Turbo mache. Aber das macht er irgendwie gerade nicht. Oder muss ich von da oben? Oh nein, die muss von da oben runterspringen. Ich muss nochmal in den Baum rein, oder? Oh, bitte nicht. Wie dumm ist das denn bitte gemacht? Oh nein. Gibt es noch welchen anderen, den ich machen kann? Ja? Ja, gibt es. Dort unten. Ja, da ist auch einer zum Reden. Wahrscheinlich, weil er mir eine Richtung lenkt. Lenkt. Nice. Hallo, red doch! Wenn du diese Sterne mich sehr explodieren lässt, sei vorsichtig, damit die Explosion nicht auch dich erwischt. Ich dachte, hier wäre einer. Oder nicht? Vielleicht in der Höhle. Oh mein Gott, wie böse! Okay, erstmal das, genau, perfekt. Yes! Den haben wir. Ich gucke jetzt noch nach den letzten paar, bevor ich mir dann den einen einzelnen da hole. Aber bei dem wissen wir jetzt, wo der ist. Dann müssen wir von oben nochmal runterspringen. Das heißt, ich muss nochmal den ganzen Baum machen. Den mache ich dann als letztes, weil das ist am nervigsten. Ich möchte jetzt nur noch wissen, wo der, wo die anderen alle sind. Blom? 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 Was denn? Was? Direkt unter mir? Also laut Schwert direkt unter mir. Also hier? Hier waren wir doch, hier ist noch nichts mehr. So ein Tipp. Fangen wir die fliegende Melodie mit einem Wasser. Ja, ja. Was? Menschen verbrauchen Luft. Also betreibe es nicht. Wo können die denn sein? Hier oder was? Ich habe jetzt nicht verstanden, wo er mich hinlenken wollte. Was? Hier in diesem Baum. Hä? Da? In einem Loch? Ja. Oh, Bro. Na. Wenn du bei denen in derselben Farbe nicht schnell genug fängst, verschwinden sie. Ja, okay, so ist das gemeint. Das habe ich mir auch schon. Das habe ich jetzt auch ein bisschen herausgefunden. Okay. Blum. Umpf. Humpf.
Okay. So, den letzten hole ich mir kurz offscreen. Das müsst ihr ja nicht sehen. Ich gehe einfach nur den Baum wieder entlang nach oben. Also, ja. Bis gleich, ne? Bitte sag mir nicht, dass ich, wenn ich alle habe, dann nochmal hier den Berg, den Baum klettern muss, weil das wäre ein bisschen nervig. Das wäre sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen nervig. Oh. Ich hab's sogar einfach vergessen. Oh Gott, ich hab's vergessen. Es tut mir leid, ich hab's vergessen. Einfach rein. Ah. Und da schwimmt er. Ey, ich schwimm nicht weg. Die kleine Melodine. Die kleine Fischi. Die kleine Fischi kommt hier. Und damit haben wir alle. Wunderschön. Kleines Krötenliedchen. Ach, Mike! Sehr gut, du hast alle Melodien gefunden. Du solltest besser schnell zum Wasserdrachen zurückkehren. War irgendwie klar, oder? Na gut, dann tun wir das. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das hier schon eine neue Folge ist. Oder nicht. Aber falls es hier eine neue Folge ist, dann... oder es schon seit längerem eine Folge ist, dann hi, Freunde. Geh jetzt zum Wasserdrachen und hol uns den Wasserdrachen. Wir holen ihn uns. Ich nehme ihn mit zu mir nach Hause. Als ein kleines Plüschandenken. Genau. Hallöchen. Du hast dich deiner Aufgabe wahrlich würdig erwiesen, Mike. Ich werde daher mein Versprechen einlösen und dir die Stimme, deren Hüterin ich bin, beibringen. Ja, schön. Die Stimme, eine Stimme des Heldendienstes habe ich erlernt. Ich habe die Stimme erlernt? Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Jetzt aber werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurücksetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gehab dich wohl, ich wünsche dir das Beste. Naja, aber warum jetzt? Sie hat ja gefühlt das Wasser nur gestiegen, damit ich diese Quest hier mache. Und nicht weil wegen dem Bösen, weil das Böse ist ja höchstwahrscheinlich immer noch jetzt da. Oder nicht? Sind die Gegner weg? Hab ich das Böse beseitigt? Und er schläft wieder oben. Der Wasserstand im Wald von Floron ist gesunken. Jetzt befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenliedgebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Also, es gibt noch zwei weitere Drachen. Damit ist es confirmed, dass es noch zwei weitere Drachen gibt. Okay? Na gut. Also, ich sehe jetzt keine Gegner. Ich gucke auch mal ganz kurz. Hier fehlen mehrere von denen. Also die holen wir uns jetzt. Scheinbar sind aber alle Gegner jetzt tatsächlich weg. Es scheint, als wären jetzt alle Gegner weg. Also was heißt alle Gegner? Halt die Bocklins, die hier nicht leben. Was? Was?
Was? Okay, ich habe den anderen jetzt nicht gefunden, aber... Oh mein Gott, hier sind nochmal zwei. Ja, mal drinnen anscheinend. Und da mal da oben. Direkt über mir. Bitte mach mal die Gegend unsicher. Mach du mal die Gegend unsicher. Hier. Ja, hier ist er. Okay, aber wie kommt man hier hoch? Hier kann man auf jeden Fall stehen und alles. Wie komme ich denn da hoch? Immer von den Seiten bestimmt. Oder kann ich das mit der Peitsche benutzen? Irgendwie nie. Die Peitsche ist irgendwie total unnötig, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Hat aber ein bisschen gedauert, tatsächlich. Hat ein bisschen gedauert, das zu bemerken. Ich habe die ganze Zeit nach so einem Kreis-Zielscheiben-Ding gesucht, aber es gab nur diese Laube. Egal. Zumindest haben wir diesen jetzt hier. Ich plane jetzt auch hier alles fertig zu machen im Wald. Ne, alle Gegner sind weg, ist ja alles komplett fertig. Und das soll auch eigentlich so bleiben. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen irgendwo hinten vergessen. Und auch hier im Dungeon scheint einer zu sein. Deshalb werde ich jetzt nochmal zurück in den Dungeon gehen. Und schauen, wo er sein könnte. Aber ist okay. Keiner ist hier im Dungeon. Warum zeigt ihr mir das dann an? Unter mir. Da unten ist keiner. Was? Was? Es ist hier doch einer im Dungeon. Aber halt außerhalb. Oder zeig denn das Ding da an? Oh, sag nicht nein. Als ob das dahinter ist. Ey, ich such die ganze Zeit. Denk mir so, hä, das muss ja doch drin sein, wenn das in mich reinlenkt. Oh, das ist so ärgerlich, dass ich den nicht gefunden habe am Anfang, als ich hier reingegangen bin, das erste Mal in den Dungeon. Das ist aber so früh im Spiel, da wäre ich nicht drauf gekommen, mal kurz innezuhalten, mich hier kurz umzuschauen, dass hier ein Stein ist. Oh Gott, das ist wirklich sowas für Second Playthrough. Oh, das ist ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich, muss ich zugeben. Also, ah, das nervt mich gerade einfach nur. Okay, wir haben immer noch nicht alle. Wie man sehen kann, fehlt uns doch trotzdem noch ein paar. Okay, aber zumindest habe ich das jetzt. Oh Gott, das ist richtig ärgerlich. Eieiei, wie böse. Also am Anfang des Spiels war ich wirklich nicht gründlich. Oder wir konnten das... Dieses Ding können wir vielleicht erst jetzt auch bekommen. Das kann sein. Erstmal müssen die ganzen Viecher hier weg. Okay, lass uns das mal kurz anschauen. Also... Das muss auf jeden Fall mit einem Schalter zu tun haben. Irgendwo muss hier ein Schalter sein. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schalter versteckt. Ach, verpiss dich! Nerv nicht! Ist hier irgendwo ein Schalter versteckt? Muss ja. Aha! Haben sie ihn schon mal aktiviert? Scheinbar nicht. Macht er jetzt das Herzteil? Oh Gott.
Oh Gott, ich meine, immerhin holen wir es nach, aber ich glaube, man merkt wirklich in diesem Let's Play, dass ich nicht so richtig drin bin in solcher Art von Spiel, oder? Wie auch immer, damit haben wir komplett neues Herzcontainerchen. Yeah, und es fehlen nur noch vier Herzteile, würde ich sagen, genau. Vier Herzteile fehlen uns noch. Aber alle Herzen. Aber alle Herzen, genau. Okay, aber das kriege ich leider nicht angezeigt auf meinem, ich kann das doch gleich mal ein... Ne, ich kann es nicht mal benutzen. Das wird auf jeden Fall nicht angezeigt, ob hier noch so ein Herzteil ist oder nicht. Aber okay, gut, dass ich das gesehen habe. Ich habe das nie wirklich gesehen. Das habe ich ehrlich nie gesehen. Das habe ich wirklich nie gesehen. Man kann hier einfach nach oben. Und da steht das einfach rum. Aber ich glaube, das ist der letzte, oder? Boah, ich weiß nicht, ob der vorher oder der hier das schwerste von allen ist. Also von diesem Gebiet hier ist. Da haben wir jetzt alle. Die waren aber auf jeden Fall schwer. Die waren ja auf jeden Fall nicht ohne. So, aber ich glaube, die einfachsten, zumindest die zum Sehen, das waren wahrscheinlich die am Baum. So, aber scheinbar habe ich jetzt alles im Wald. Scheinbar habe ich jetzt alles hier im Wald. Okay. Das bedeutet ja eigentlich, dass wir jetzt übergehen können. Und den nächsten Drachen aussuchen können, oder? Ich glaube, das, was noch lustiger wäre, was wir jetzt erstmal machen könnten, ist uns anschauen, was unser Preis jetzt ist. Die letzten paar Truhen, die wir jetzt durch diese Strahlen, ne, freigeschaltet haben. Ich glaube, die möchte ich jetzt erstmal machen. Bin sowieso jetzt erstmal durch mit dem Wald. Hör, wieso ist das Strahl von orange? Aha, bedeutet das, wir sind hier komplett durch diesem Gebiet, weil der Strahl nicht mehr so stark ist? Kann das sein? Oh. Okay, eine hier auf der Sturz... Was? Sturz-Roulette-Insel? Eine hier bei der Kürbis-Insel und eine bei Terrys Insel. Okay. Ach, bei Terrys Insel! Ah, aha. Das ist die Kiste, die mir Ingi zeigen wollte. Aber, naja... Die hatte ich halt in dem Moment noch nicht. Den Stein. Na gut, na schön. Okay, wo hier? Oben drauf? Ich guck mal ab. Ah, da, da, ich seh's, ich seh's. Hui! Hier oben drauf auf der Kürbisinsel gibt es. Na, was gibt's denn hier überhaupt? Na, natürlich einen goldenen Rubin mit 300 Wert. Nice. Also, Rubine nehme ich immer gerne an. Muss nicht, das spart mir Zeit zum Farmen. Auch wenn natürlich sowas wie Herzteil oder so erwünschenswerter wären. Nehme ich das natürlich trotzdem mit an. Ist das jetzt die Kiste unter der Roulette-Insel? Das kann gut sein, dass die das jetzt ist. Ne? Oder hatten wir die schon? Hier, das ist die. Ja, das ist die. Ah, und das war auch, glaube ich, der Ort, wo wir die Schwester von dem Typen da gerettet hatten oder so, ne? Irgendwie sowas war da. Und jetzt nochmal 300 Rubine! Woo! Yeah, baby! Woo! Woo! Ich glaube, um an die Kiste zu kommen, muss es nachts sein, während ich bei Terry schlafe. Übrigens, das sieht echt cool aus hier. Deshalb werde ich jetzt kurz bei Terry schlafen und dann die Truhe abholen. Bis gleich. Aua! Da war schon wieder nichts! Okay. So, jetzt können wir an diese Truhe rankommen. Ja, ich glaube, sonst kann man da nicht rein. Deshalb sind auch über diese
Ja, diese Gitter. Keine Ahnung. Was könnte hier drin sein? Herzteil? Nochmal Rubine? Oder einfach nur wieder ein Rubin-Medaillon? Weil es von diesen unnötigen Items nicht schon genug gibt. Ich meine, okay, man kann die Chance wahrscheinlich für Rubine verdoppeln, wenn du zwei von dem Inventar hast. Ich habe ja eins davon. Aber... weiß nicht. Ich meine, eher okay. Das ist so ein Item, das kriegt man eher am Anfang des Spiels, ne? Das ist ja auch ein Stein... Nee, Moment! Die Steine, die wir jetzt gerade gemacht haben, die kriegt man sowieso erst später. Deshalb waren die ja so schwer. Also nicht alle Steine, aber manche von denen. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, irgendwas hat es mit dem noch auf sich. Ich glaube, der wird immer noch wichtig, der kleine Käfer, oder? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Terry hat da etwas, was er gar nicht haben sollte. Aber okay, damit sind wir dann erstmal durch. Mit Firon. Damit sollten wir für immer durch sein mit Firon. Ich hoffe es zumindest. Und dann machen wir bei Eldin weiter. Wow! Da sind wir angekommen in Eldin. Doch. Oh nein. Sag nicht. Oh doch. Der Vulkan bricht aus. Ah! Bin ich? Was zum? Wieso bin ich fast tot? Und warum wurde ich gefangen genommen? Was ist denn da passiert? Ich habe keine Waffen mehr. Diese bösen Bokoblins oder Bockblins, je nachdem. Was haben sie nur eingestellt? Oh, hey! Guckst du was? Ich hatte dich! Platio schon wieder. Es freut mich, dich wiederzusehen. Wie? Du kennst mich nicht mehr? Ich bin Platio von den Magma. Wir sind uns am nördlichen Tempel begegnet. Ich habe gesehen, wie sie dich fortgetragen haben und bin dir gefolgt. Du weißt das wirklich nicht mehr? Was willst du eigentlich hier? Ich suche. Dann hast du wohl auf den Gerüchten gehört, was? Hehe, hier soll sich allerlei lichtscheues Gesindel versammelt haben. Und wo die sind, gibt es ganz bestimmt was zu holen. Hä? Nun, du sollst dich vielleicht erstmal um das Nötigste kümmern. Ist dir nicht aufgefallen, dass du völlig unbewaffnet bist? Also, da sollten wir auf jeden Fall was machen. Ja? Oh! Yay! Ich hab die Magma-Klauen wieder! Woo! Ich mach mich jetzt schon mal auf! Hab schließlich eilig. Bis dann! Okay. Gut, dann graben wir mal ein bisschen in die Vase rein. Okay. Aha. Wo kommen wir denn da raus? Haben wir eine Map? Wie das aussieht. Alles voll mit diesen Köpfen. Wir sind... hier? Und hier sind drei Kisten. Die vielleicht nicht. Die sind auch nochmal welche. Wurden die noch nicht geöffnet? Warum werden die mir angezeigt? Ich bin total verwirrt, was abgeht. Aber. Oh, da sollte ich nicht lang gehen. Das sind Gegner, die ich gerade nicht angreifen kann. Oh, ich kann mich aber heilen. Ich kann mich hier voll heilen und weiter buddeln. Okay. Naja, ihr wisst ja, was ich immer sage, wenn ich auf dem Stuhl sitze. Also tu das gefälligst, bevor ich sagen muss. Und ja, dann buddeln wir uns weiter durch. Oh, Dekonüsse ohne Schleuder. Super. Supidupi. Oh Gott, was? Vulkan Eldin. Jetzt wissen wir, wo die Bockblins aus dem Wald gelandet sind. Sie sind überall hier. Die wussten wohl, dass sie hier mehr Chancen haben gegen mich als
Naja, ne? Okay. Ja, ein bisschen können wir noch machen, tatsächlich. Ich kann hier einfach drunten durch, ne? Ist hier irgendwas? Boah, ich finde diese Lichteffekte hier voll krass. Boah, Jumpscare! Ey! Was machst du denn da? Du kannst doch nicht vollkommen unbewaffnet hier rumstolzern. Ich hab dir doch gesagt, dass sich ja deine Gesinde versammelt hat. Schau dich nur um. Was soll ich denn tun? Ich habe nichts. Aber ja, er hat recht. Das sieht echt nicht gut aus, vor allem ohne Waffen. Lass mich raten. Wir müssen dorthin kommen, ohne getroffen oder gesehen zu werden, oder? Ich kann es nicht oft genug sagen, du solltest wirklich deine Ausrüstung wiederfinden. Dann wirst du dich schließlich nicht unglücklich machen, oder? Hast du mich verstanden? Irgendwie mache ich mir Sorgen um dich. Also gut, ich zeig dir was. Öffne mal deine Karte. Bist du bereit? Ich tue dir Reden gefallen. Verrate dir, was sich in den Thron befindet. Oh. Oh, danke schön, Kumpel. Ich habe schon gedacht, warum sind da überall Truhen, die ich noch nicht geöffnet habe. Okay, hier sind nur meine Power-Ups. Leider war da nichts drin, was mich interessieren würde, aber es könnte einige deiner Sachen dabei sein. Ja, alles ist meins. Ich mache mich dann wieder auf die Schatzsuche. Bis dann. Ja, und mein Schwert mit Fei? Wo ist das? Hat er selber keine Ahnung. Na gut. Das ist trotzdem ein besserer Tipp als gar nichts. Besser als nichts. Okay, da oben ist eine Kiste. Na, da können wir nicht lang. Wir müssen an den vorbei. Ich glaube, wenn er uns sieht, schmeißt er uns wieder zurück in unsere Zelle, oder? Oh nein. Don't do it. Tu es nicht. Okay. Hallöchen. Ich muss da runter. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Oh oh. Er hat uns gehört, aber er kann nicht nach unten schauen. Die Ability hat er noch nicht freigeschaltet. Okay. Das wirkt alles wie ein großes Labyrinth. Ein unnötiges. Jetzt schnell hier durch. Und dann kann ich... Oh, ich bin stuck. Ah, den kann ich kaputt machen. Ah, ich dachte gerade so Softlock, aber die kann man kaputt schlagen. Das wusste ich nicht. Ja gut, dann ist offensichtlich, wie man es machen soll. Ja, über mir ist der Dude. Sieht man jetzt nicht so gut, aber der ist hier über mir. Okay. Jetzt macht's bumm, kabum, bumm. Richtig. Und einmal noch und dann sind wir frei vom Erdboden. Was ist denn das? Ist das direkt bei der Kiste? Könnte sein, dass wir da kein Damage genommen haben. Finde ich krass. Okay. Bitte sieht mich niemand. Bitte hört mich niemand. Bitte weiß niemand von meiner Existenz. Wo bin ich? Ich bin in der Nähe von der Kiste. Oh oh. Ist da jemand? Nee. Da waren ja mal diese richtig nervigen Gegner. Daran kann ich mich noch erinnern. Oh. Lass mich in Ruhe, Mann. Bin ich denn? Ich brauche doch hier die. Was ist denn das überhaupt? Klauen oder Greifhaken oder sowas? Ich brauche das doch. Okay, da können wir durchbuddeln. Ah, dann kommen wir zu einer Chest. Da kommen wir zu einer Chest. Wir müssen aber aufpassen. Wir dürfen nicht in die Range des Turmes gehen. Oh, wow, sind die Gegner blind. Jetzt merkt man das so richtig, wie blind die eigentlich sind. Ne? Nimm du ruhig ein bisschen Zeit. Kein Problem. Bleib mal stehen. Oh, perfekt. Bam. Oh nein. Nein. Ah! Okay. Nicht gut. Das wäre gut, wenn ich noch Ausdauer hätte. Na!
Nein, genau deswegen wäre es nicht gut. Jetzt gerade. Was mache ich jetzt? Hinterherrennen? Ja! Perfekt, du bist tot! Let's go! Und jetzt kommen wir hier wieder raus. Richtig? Ja. Okay, vielleicht muss man auch nicht killen, ich weiß es nicht. Ich hab's einfach mal getan. Ist interessanter und epischer. Yeah! Und Link rennt zu viel. Für meinen Geschmack. Okay! Wir kriegen unseren Staubsauger wieder! Haben damit eine dieser Köpfe weggemacht. Und ja, Freunde, es sieht so aus, als würden wir dann in der nächsten Folge hier unsere Sachen wiederholen. Seid dabei. Sonst...